Hey Leute, ich hoffe, es geht euch super. Willkommen zu Jans Technik Channel. Mein Name ist Jan und immer wenn ich etwas Technisches zu Hause mache, stelle ich für euch ein Video, damit ihr von meinen kleinen Projekten hoffentlich profitieren könnt. Heute geht es um ein Thema, was meiner Frau sehr wichtig war, eine smarte Türglocke. Immer wieder passiert bei uns nämlich Folgendes. Wir verbringen auf unserer Terrasse schöne Stunden, jemand klingelt an der Tür und wir hören die Türglocke nicht. Ihr seht, irgendeine Lösung musste her. Also habe ich im Internet ein wenig geforscht und bin dabei auf unterschiedliche Lösungsansätze gestoßen. Da ich schon wie in meinen anderen Videos mit dem Relais von Shelly gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich dort mal vorbeigeschaut und tatsächlich etwas Passendes gefunden. Bestellt habe ich nun den Shelly Uni für 10 Euro. Der Shelly Uni wird beworben mit dem Slogan Convert Anything to Smart. Ich muss sagen, das kommt nahe hin. Es handelt sich um ein kleines Gerät, eine Platine mit Wi-Fi-Funktion und diversen Anschlussmöglichkeiten, um unterschiedliche Schaltstände abzufragen und damit etwas anfangen zu können. Beworben wird er als sehr klein, man soll damit alles überwachen können, die günstigste Methode, die Temperatur zu messen, egal wo wir uns befinden. Und hier noch ein paar technische Daten. Also die Größe 20 mm auf 33 auf 13, eine Stromversorgung im Range von 12 Volt bis 36 Volt DC und 12 Volt bis 24 Volt AC. Digitale Eingänge im Bereich von 2,2 bis 36 Volt. Auch beispielhafte Schaltpläne gibt es hier und das Ganze hat für mich einfach ein gutes Bild abgegeben. Also wie gesagt, ich habe mir mal einen bestellt und wir werden nun gemeinsam versuchen, die Türglocke damit etwas smart zu machen. Das Ziel ist, immer wenn jemand an der Tür klingelt, soll ich eine Benachrichtigung auf dem Smartphone und der Apple Watch erhalten. Gleichzeitig soll die Alexa, die sich auf der Terrasse befindet, den Besuch durch eine Ansage ankündigen. Also los geht's. Oh, noch etwas. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn euch solche Themen interessieren. Ihr werdet dann immer über neue Videos informiert. Jetzt geht's aber wirklich los. Los geht's! Das ist unsere Klingelanlage. Ein System von Rito, basierend auf einem Twinbus-System. Zum Glück kann das Gehäuse sehr einfach an zwei Stellen auf der Unterseite mit einem Schraubendreher einfach ausgeknipst werden. Ich nehme das Gehäuse also ab, lege es hin. Es führen insgesamt vier Doppeladern aus der Wand zu dem System. Ich habe im Internet danach gegoogelt. Ich bin ITler und Klingelanlagen und TK-Systeme sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Eigentlich habe ich gehofft, hier einen Relaiskontakt zu finden, welches ich abgreifen kann. Aufgrund des Twin-Busses ist das aber gar nicht so gegeben. Also schaue ich erstmal, wo ich Strom für den Shelly herbekomme. Dafür messe ich einfach mal den Kabelstrang mit dem roten und blauen Kabel. Super, das Messgerät zeigt einen Gleichstrom mit 25,8 Volt an. Somit absolut in der Range des Shellys. Zur Erinnerung, dieser Range war bei Gleichstrom DC, also 12 Volt bis 36 Volt. So, dann ziehen wir mal den Stecker ab, schrauben den Shelly an die Stromanschlüsse. Schaut euch die Schaltpläne an. Bei dem Shelly ist die Stromversorgung das rote und das schwarze Kabel. Diese beiden verbinden wir nun mit dem roten und dem blauen Klingeldraht. Und wie ihr seht, leuchtet der Shelly schon. Also Strom haben wir schon mal. Super, weiter geht's. Was wir nun tun müssen, ist den Shelly im WLAN einzurichten.
Kleiner Tipp, schaut erstmal in euren WLAN-Verbindungen nach, ob der Shelly auch wirklich einsatzbereit ist und sein eigenes WLAN-System ausstrahlt. Ist dies gegeben, so geht in die Shelly-App und klickt auf Neue Geräte hinzufügen. Bestätigt noch, in welches WLAN der Shelly integriert werden soll und klickt auf Weiter. Die Suche dauert ein paar Sekunden. Bestätigt, dass es sich um den Shelly handelt, der gefunden wurde. Klickt nun auf Discovered Devices, fügt den Shelly hinzu. Benennt den Shelly, ich zum Beispiel als Door, wählt einen Raum und ein Gerätebild aus und klickt auf Gerät speichern. Die Meldung, ob sich der Shelly mit der Cloud verbinden soll, bestätige ich. Somit ist nämlich die Kommunikation über die eigenen vier Wände hinausgegeben. Ihr seht nun zwei Schalter, einmal Door und zwei Klammer auf Door. Dies liegt daran, dass der Shelly zwei Sensoren hat. Ich prüfe noch fix, ob es eine Firmware-Aktualisierung gibt, aber hier sieht alles gut aus, es wird mir keine angeboten. Nun geht es also darum, einen Kontakt zu finden, der bei oder nach dem Klingeln einen anderen Schalterstand oder Zustand hat als normalerweise. Hierzu lege ich den Sensordraht auf die Klingelanlage an unterschiedlichen Stellen und betätige dabei parallel die Klingel. Dabei beobachte ich in der App, ob sich hier der Zustand verändert. Und siehe da, ich habe einen Kontakt gefunden, der beim Klingeln in der App den Status verändert und der Kreis ausgeht. Somit kann dies als Trigger für die Szenen genutzt werden. Ich teste das Ganze noch ein wenig weiter und sehe an den großen Anschlüssen, der vermutlich für eine Erweiterung gedacht ist, dass es hier sich ebenso verhält. Hier kann ich den Draht anlöten. Den Shelly habe ich ein wenig isoliert und das hellbraune Signalkabel für das Löten angelegt. Der Lötpunkt sieht dann für mich tipptopp aus. Nun stecken wir den Stecker wieder auf, bauen alles wieder zurück. Bevor wir das Gehäuse aufstecken, nochmal ein kurzer Check. Es geht immer noch. Nun erstellen wir in der Shelly-App erstmal eine Szene. Name, Doorbell, Message. Raum plus Bild auswählen und Speichern klicken. Erweitert dann Haustüre und Door und wählt als Input Change, wenn der Kontakt ausgeht. Als Condition Type für jede Änderung auswählen. Da wir möchten, dass im Log etwas erscheint, wählen wir als Action Add to Event aus.
Als nächstes möchten wir noch eine Benachrichtigung zu Amazon Alexa. Wählt also Notify und Alexa aus und klickt auf Hinzufügen. Zum Schluss speichern wir die Szene noch ab. Wir testen nun, ob die Szene auch tatsächlich beim Klingeln ein Eventlog ablegt. Wir klingeln einmal an der Tür, der Kontakt geht in der App kurz aus und bei einem Blick in das Eventlog zeigt, dass hier die Klingelaktion protokolliert wurde. Wir wechseln nun in die Amazon Alexa App. Wechselt auf Geräte und klickt rechts oben auf das Plus. Klickt auf Geräte hinzufügen, wählt andere aus und klickt auf Discover Devices. Geräte wurden gefunden, klickt auf Next, wählt nun Door Message aus. Erstellt nun eine Routine. Gebt einen Routinenamen ein, wie in unserem Beispiel Doorbell Message. Konfiguriert, dass diese Routine immer dann ausgelöst werden soll, wenn das Gerät Doorbell Message gedrückt wird. Als Action soll die Alexa "Jemand klingelt an der Türe" sagen. Wählt noch die Alexa aus, die den Satz sagen soll und speichert die Routine ab. Jetzt ist es soweit. Wenn jemand an der Tür klingelt, erscheint auf dem Smartphone eine Nachricht, die Alexa sagt, jemand klingelt an der Tür und auf der Uhr erscheint die entsprechende Nachricht. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, geht es dann recht einfach, eine Türglocke smart zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen, braucht Hilfe, irgendetwas smart zu machen? Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren, was ihr euch wünschen würdet. Eventuell kann ich es mir mal anschauen und ein passendes Video dazu bringen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Jan von Jans Technik Channel.